Hi, schön, dass ihr da seid. Danke fürs Einschalten. In der letzten Folge ein bisschen in Rage gewesen, wegen zwei Kumpels, die da ein bisschen auf mich eingeknüppelt haben, aber souverän durchgekommen und den Weg weiter nach unten gefunden. An einem seltsamen Ritter vorbei. Oh, warte mal, wie viele? Nein. Kann ich einmal leveln? Ich glaube, ich kann einmal leveln, oder? Kann das sein? Yes, Sir. Guck mal. So langsam steigen meine Werte kaum noch an, wenn ich Stärke level. Wie lange macht Stärke leveln Sinn? Gibt immer nur einen Punkt irgendwie. Was sitzt dort? Nee. Ah, ihr habt aber immerhin keine Schwerter an den Beinen. Ihr wurdet nicht gequält. Ach, das klappt so nicht. Ihr verdammten Vögel. Was ist das hier? Nee, ihr schubst mich da bestimmt rein, wenn wir jetzt dort kämpfen. Es ist. Eins. Ihr seid miese Mistviecher, Dankeschön. So, jetzt erstmal wieder voll saufen. Warum ist hier ein gigantisches Loch? Da unten ist ein Aufzug. Okay, alles klar. Nee. Jetzt hat er mich gesehen, oder was? Was passiert hier? Er blitzt. Er blitzt alles voll. Oh mein Gott. Nee, 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 nee. Ey, ah. Oh, ist das mies. Ja, und euch Bügelchen stört das jetzt nicht, dass der Drache da so hart am Blitzen ist. Finde ich jetzt irgendwie ein bisschen kritisch, ehrlich gesagt. Ich will nicht mit dir kämpfen. Hübschi, auch im Chat am Start. Hi. Julius, mit der Pokémon-Referenz hier. Oder? Referenz, sagt man, glaube ich, ne? Ah, hier blitzt's und die Vögel. Jawohl, lass mich hier hoch, bitte. Ja, mein Guter. Ich will nichts von dir. Mir wurde kein Bossbalken angezeigt, also interessiert mich der Drache nicht. Er liegt da am Boden. Okay, die liegen hier einfach rum. Jetzt.
Okay. Das Wasser. Das hat er wohl gehört. Ja, ich hab gewusst, dass da noch einer ist. Oh, shit. Oh. Nee, Waffen sind noch nicht auf Max-Level. Das ging schnell. Da haben sie mich sehr zügig verprügelt, die Boys. Lass mal gut sein, bitte. Christi. Okay, ich habe durch irgendwas 5000 Runen gerade bekommen. Irgendwas ist gestorben hinter mir. War das so ein Vogel? Geben die 5000? Jetzt habe ich den Chatbot nicht gefixt. Ah, das habe ich vergessen. Zu viel gelabert vorhin. Hat er zu viel gelabert. Hey. Nee, 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 nee. Na bitte. So, wo ist der letzte Blitzer? Links. Dunkelsteinschlürfers, okay. Schlürfer. Ja. Schlürfen wir ein paar Dunkelschmiedesteine. Dunkelschmiedesteine. Lecker. Ja, Julius, so kann's gehen, ne? Haben wir beide nicht mehr dran gedacht. Bin minimal verwirrt, dass ich jetzt nach oben fahre. Ah, hier ist noch mal eine Gnade, okay. Oh, okay, hier sind wir jetzt. Ja, Julius, super. Genau das. Genau das. Hi. Servus.
Aua. Autsch. Okay. Habe ich den mit der Keule gekillt das letzte Mal oder mit dem Schwert? Ich glaube, ich habe ihn mit dem Schwert gekillt, ne? Erstmal Ponyhof. Herr Ritter, können Sie mich bitte erst meinen Loot nehmen lassen? Ja, danke schön. Komm mal her, du. Alter. Ich könnte mal wirklich noch gucken nach Waffenleveln, ne? Ob ich es jetzt nochmal leveln kann. Müsste eigentlich drin sein. Ich habe einige Steinchen bekommen. Sollte eigentlich gehen. Jetzt bin ich natürlich ganz doof gestorben da oben. Jetzt liegt mein Loot sehr weit oben. Ah, und eine Klangperle. Ich habe immer noch nicht auch rausgefunden, wo ich die... wo ich die Ritter kritisch treffen kann. Falls es überhaupt geht. Ups, zu früh gerollt. Die Nummer. Was war hier nochmal? Wie lief das nochmal ab? Wie lief das Ganze nochmal ab? Ich kann mich nicht mehr richtig erinnern. Nein, falsches Timing. Shit. Ah, manche gehen nicht zum Kritten. Die kann man einfach nicht kritten. Okay. Ich könnte halt auch einfach an ihm vorbeilaufen, ne? Aber das ist einer, der nicht respawnt, glaube ich. Aber wobei, der hat keinen Boss-Balken. Respawnt der dann? Dann sollte ich eigentlich einfach an dem vorbeilaufen. Ach, er. Oh. Oh. Okay, jetzt wird's spannend.
Asmo. Hey, du siehst aus wie Blade, so ein bisschen. Du siehst ja spannend aus. Geil, der sieht geil aus. Nice, alter Schwede. Okay, krass. Nice. Okay, okay. 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 Also die erste Phase ist Tarkins Lieblingsboss. Okay, läuft. Ja, die erste Phase, die ist, das ist easy peasy. Was ist hier los? Wait. What? Hey, weißt du, was hier los ist? Look around. The round table hold is burned. Raised to the ground. Don't worry. I don't blame you. I'll continue spirit tuning just the same as before. Which is why I need your help persuading Master Hugh to leave. His roots are so knotted in this place. He won't last much longer if he stays here. His shackles are broken. He's a free man now. It's high time he put the round table behind him. Lol. Da war ich noch nie drin in dem Menü. Geil. Oh, sind die Finger endlich abgefackelt? Kann ich euch jetzt killen? Nein, ich darf immer noch nicht killen. Ich würde euch gerne killen. Oh. What use do you have for me now? I am a finger reader. I will remain here until their dialogue ends and the fingers speak again. Do as you please. Take whatever course seems most worthy to you. Now you may go. You'd force this tired old crone to work. Even now. Ah, harder task, Master, have I. Sorry. Ich wollte nur mal gucken. Ich wollte nur mal gucken, weil ich habe hier ja ein Echo bekommen. Eine Peitsche und ein Zauber. Anrufung und eine Peitsche. Ja, okay, Lady. Hier gibt's halt schon auch echt geilen Scheiß, ne? Ach. Die Radahnsrüstung ist so cool. Alles viel zu teuer. Alles viel zu teuer. Dämliche Finger. Hey, mein Guter. Ich glaube, die Lady will, dass du gehst. Na, noch nicht. Oder doch? No need to fret about that. The Round Table Hall served to put a tarnish upon the throne of Elven Lord. And if the Erd Tree needed to burn for that to happen, then the Round Table must go as well. Wait, what?
Moment. Ich habe doch bisher nur die Schmiede entzündet. Leute, müsst ihr mich hier alle so verwirren immer? Schmiedestein 8 brauche ich. Nicht viele. Die Inflation macht auch vor Elden Ring nicht halt, ja. Die Gute ist auch nicht mehr da, die mich vergiftet, beziehungsweise mir Krankheiten schenkt. Ich weiß gar nicht, wie viel ich brauche. Kauf mal 3. Wird schon passen. Tatsächlich ist auch eine Sache in den YouTube-Kommentaren, die ich aber nicht so richtig nachvollziehen kann. Die Waffe, die du benutzt, das ist ja immer noch eine Anfangswaffe, eine Startwaffe, bla bla, die ist doch voll schlecht, nutzt lieber eine andere. Sag mal, Leute. Also wirklich. Die Waffe leistet mir hervorragende Dienste. Für meinen Spielstil. Ah, die Keule würde ich gerne noch. Nee, warte, die Keule? Warum konnte ich die jetzt gerade nicht... Ist die schon auf Max? Nee. Die wurde mir ja beim Schmied jetzt gerade nicht angezeigt. Ah, hier. Schmiedestein 7 und 8, da brauche ich dann auch noch. Was seit Dark Souls 1 läuft, die bis zum Schluss mit einem Scimitar. Scimitar. Hast du es mit der so weit gebracht? Ja, eben. Mit der habe ich es echt weit geschafft und die Fähigkeit ist super und die hat mittlerweile. Hat die eigentlich jetzt gerade Stärke B? Das ist auch voll gut. Und die Fähigkeit ist halt gigantisch gut. Jede Waffe ist gut, ja eben. Wenn man sie so spielen kann halt, ne? Das ist, kommt halt auf den Spielstil an. So, Moment, ich brauche noch mal ein paar... Ich muss noch eine Rune fressen. Nimm einfach mal die dickste. Wird schon passen. Wird schon schief gehen. Also, ich brauche 7er. Keine Ahnung. Also, viele brauche ich glaube nicht. 8 und 6. Noch mehr Achter. 4 Stück noch. 4 Achter noch. Oder? Warte, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Moment. Ja, ein Level noch. 4 Achter Schmiedesteine.
Ja, nee, so schlimm war es auch gar nicht. Aber es kommt immer wieder mal vor, dass halt Leute, glaube ich, nicht ganz verstehen, dass ich mit diesem, Zahnstocher spiele. das ist so ein bisschen, ein kleines bisschen Unverständnis da manchmal vorhanden. Aber nur ein kleines bisschen. So, genau, den uralten Drachenschmiedestein, den habe ich nicht. Wie sieht's denn hiermit aus? Die war auch teilweise ganz nett. Ich level die noch einmal hoch, kaufe jetzt aber kein extra Zeug, weil jetzt hat sie nämlich Stärke von C auf B bekommen. Das war gut. Das ist schon mal eine bessere Skalierung. Und ich glaube, dieses Schwert könnte ich eh nur bis 10 leveln. Glaube ich. Ist das richtig? Weiß ich gar nicht. So besondere Schwerter und Waffen, kann man die nur bis 10 leveln? Ich benutze es wahrscheinlich jetzt nicht direkt. So, jetzt nochmal. Jetzt nochmal, Kumpel. Wir haben uns ein bisschen kennengelernt. Ich habe gesehen, dass die zweite Phase ganz schön eine miese Nummer ist. Ich mache hier noch eine Kleinigkeit. Und zwar werde ich hier eh nicht... Oh, das gibt mir eine große Last. Na gut, dann packen wir andere Handschuhe drauf. Wenn es mit Dunkelschmiedestein gelevelt wird. Ah, okay. Probiere ich mich nochmal an dem Kumpel hier jetzt kurz mit dem, mit dem voll gelevelten Schwert? Nee. Warum sollte ich? So, wo ist mein Loot? Hä? Wo ist mein Loot? Da hinten. Wie viel war es denn? Lohnt sich das, dass ich jetzt dahin laufe? Ja, ist schon ein bisschen was, ne? So, mein Bester. Ach. Ja, okay. Das hat schon mal nicht so gut funktioniert. Ja, komm. Verdammt. Weil ich zu schnell den rechten Trigger zusätzlich drücke. Ich drücke quasi instant, nachdem ich den linken Trigger gedrückt habe, den rechten Trigger und das passt ihm nicht. Ey. Hallo. Ach, ist schon wieder das gleiche passiert. Ich warte nicht, bis er sein Schwert angehoben hat, sondern drückt direkt den rechten Trigger und dann bleibt er einfach stehen und verschluckt die rechte Trigger-Eingabe. Oder R2, wie die PlayStation-Leute sagen würden. Die R2-Eingabe wird dann verschluckt. Ja. Absolut richtig, Miku. Tja, so kann's gehen, ne? Ja, ich glaube, ich scheiß auf den Loot, weil den jedes Mal zu holen, das wird mords der Stress. Okay, ich kann auch einfach nicht sehen, ist okay. Okay, da muss ich auch echt mal
Ja, der hat ein bisschen, aber da muss ich jetzt ein bisschen üben. Boah, ja. Ja, okay. Okay. Gibt's hier in dem Gebiet, weil das ist ja jetzt, gibt's da noch einen anderen Boss, den man killen sollte? Nee, ne? Das wird der letzte sein. Den hier und die, das Duo. Weil ob ich den anderen Boss jetzt zuerst mache oder danach mache, ich mache wahrscheinlich... Es gibt einen Drachen. Sick D Gaming. Hi, grüß dich. Nochmal. Schön, dass ihr alle am Start seid. Okay. Warum war das vorhin so leicht? Warum? Ah, endlich mal in den Stream geschafft. In dem Fall auch schon auf YouTube drüber gestolpert. Ah, das finde ich cool. Finde ich cool, dass die Leute auch von YouTube hierher finden. Also es gibt einen Drachen, der als Boss zählt. Klassisch, der beste erste Versuch, ja. Absolut. Hinter mir gerade noch was gefackelt hat. Ey, das war kein Schaden. Okay. Okay. Folge der Heilung einen Bereich im Farum aufsuchen. Okay. Auf zu Phase 2. Ja, Phase 2 habe ich vorhin schon mal gesehen. Sick. Ja, genau. Erstmal Kamera. Erstmal. Okay. Heiliger Strohsack. What the? Ach so, stimmt, ich krieg ja durchgehend Schaden durch dem seinen roten Blödsinn. Ah, das wird sehr, sehr nervig. Das wird sehr, sehr nervig. Ich vermute. Dass ich theoretisch die richtigen Angriffe parieren könnte in Phase 2. Aber, was war das für ein Geräusch? Aber, das werden wenige Angriffe sein, die ich da parieren kann. Wenige. Deswegen fühle ich das Parieren in dem Fall gar nicht tatsächlich. Ach, Junge. Ist auch ein riesiger Zappler, ja. Ich wollte es nicht sagen. Ich wollte es nicht sagen. Jetzt wird es im Chat gesagt. Ich wollte mich zurückhalten. Und das Wort nicht in den Mund nehmen. Manche mega einfach finden. Ich habe ja die zweite Phase noch nicht mal richtig wahrgenommen. Der hat mich in der zweiten Phase bisher so hart verprügelt.
Aber es könnte sein, dass da vielleicht ein, dass ich da mal vielleicht noch auf ein Stoffkostüm wechsle, um. Aua, ja, das kommt ein bisschen später. Ewig gebraucht. Ich muss mal gucken. Ich muss erstmal in der zweiten Phase ankommen und probieren. Also bisher. Die zwei Götterskalpe, die waren. Da wusste ich sofort, was mich erwartet, weil ich ja beide schon bekämpft hatte. Den ersten, also den dünnen, habe ich, glaube ich, bisher noch gar nicht besiegt. Oder habe ich den schon besiegt? Nee, den habe ich noch gar nicht besiegt. Doch einmal. Kann das sein? Ach, ich weiß es gar nicht. Weiß es gerade nicht. Ich weiß, dass der unten im Turm ist. Der dünne, aber ich glaube, ich habe ihn an anderer Stelle schon mal besiegt. Bin mir aber nicht 100% sicher gerade. Da wusste ich halt sofort, was mich erwartet. Deswegen. Ach, dieser dämliche Bot. Nee, hinter mir war noch so ein Ding. Oh. In dem Dorf, wo alle tanzen. Warte, ich glaube, ich habe ein Dorf gesehen, wo alle tanzen. Das war doch bei den Windmühlen. Da habe ich aber keinen Gegner bekämpft. Dann habe ich den, da ist noch offen in dem Fall. Jetzt weiß ich, was da für ein Boss kommt. Übler Spoiler. Nee, Spaß. Alles gut. Ich gehe dann mal. Das erste Mal da und schon spoilert er rein. Oh Mann, ey. Können wir mit der Schwurwerferei aufhören, bitte? Boah, Alter. Junge, Junge. Der ist aber auch echt zackig unterwegs, der Kumpel. Aber bis jetzt triggert mich das noch nicht so hart wie die beiden Boys da, die weißgesichtigen, dehnbaren. Das war schon, also der Torwächterritter, ja. Sag mal. Ach so. Wie er rumfuchtelt. Vor meinem Gesicht mit seiner Hand rumfuchtelt. Das nervt. Es fängt an. Es fängt an, mich zu nerven. Nachdem der erste Versuch so gut war. Und dann jetzt das.
Ja, Julius, genau. Scheiße, ich habe mich schon wieder eine zu große Fresse gehabt. Schon wieder eine zu große Fresse gehabt. Oh, ich hätte einfach die Klappe halten sollen. Oh! 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 Ey, wenn ich ihn einmal da drin hab, ne? Dann ist die erste Phase das billigste überhaupt. Aber da muss ich erstmal reinkommen. Jetzt bitte nicht instant so hart verprügeln. Ich wäre dir echt dankbar, Kumpel. Ich weiß nicht mal, was hier passiert. Ah, was ist das denn? Warum? Warum hast du eine Ultra-Range? Lass mich. Ich will dir erstmal zugucken. Kannst du mal deine Moves in größerer Entfernung ausführen? Einfach mal so aus Jux an der Freude? Oh, das war kein Treffer, lol. Das auch nicht? Okay, cool. Wir treffen heute nicht. Ey, er springt an die Säulen. Das ist unfair. Saufen, 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 saufen. Nein. Spring auch an die Säulen. Ja. Ja, also ich glaube, ich wurde unterbrochen im Saufen. Ich wollte eigentlich dreimal hintereinander trinken, aber aus irgendeinem Grund hat er mich nicht lassen. Ich vermute mal, dass ich in einem Stagger war. Also in der ersten Phase muss ich einfach zwei meiner Duellfähigkeitshits schnell hintereinander setzen, dann ist er durch. Dann ist die erste Phase instant durch. Dann hat er gar nichts mehr. Aber die zweite Phase, ja, das ist es halt, ne? So. Nee, was? Oh, du Schweinebacke. Ach, komm, ey. Ja, der letzte Schluck, den hätte ich mir auch sparen können. Oh, und dann treffe ich nicht. Jetzt hat. Malekith ist der King. Der macht Prozent Damage. Okay. Heißt der so in der zweiten Phase heißt der so. Oder heißt der Malekith? Habe ich den Namen jetzt gar nicht gelesen, wie der Boss heißt? Ich habe schon mal gesagt, glaube ich. Ich muss mir angewöhnen, die Bossnamen zu lesen. Ich gehe in diese Kämpfe rein und mich interessiert es teilweise gar nicht, was da unten steht. Beziehungsweise ich lese es, glaube ich, einmal kurz und dann vergesse ich es wieder. Ich lese es dann immer, wenn ich die Videos hochgeladen habe auf YouTube, lese ich jeden Bossnamen nochmal durch. Und daher, Bestienkleriker, der heißt nicht Malekith. Ah, der wird... Ach so, okay. Zappelei am Anfang, ne? Diese dumme Rumzappelei. Zack, 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 fuchtelt der mit seiner Klaue vor meinem Gesicht rum. Ja, Julius, das habe ich gesehen, ja. Das habe ich im Kopf tatsächlich, dass der Rickard heißt.
Ah, Herr Fuchtler. Herr Fuchtler. Können wir... Lass mich doch mal meine Duellfähigkeit benutzen. Lass mich doch. Bitte, 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 bitte. Bitte, 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 bitte. Hier, Steine, Steine, Steine. Ein bisschen, als würde er eine Fliege verscheuchen wollen. Was irgendwie tatsächlich sehr passend ist. Oh Mann, du hast aber auch ein dummes Timing. Ah. Oh Mann. Bin am Überlegen, ob ich mal die Keule probiere. Aber die Duellfähigkeit ist halt so krass, ne? Nach zwei Hits mit der Fähigkeit, mit dem Talent, ist er halt im Stagger. Nach zwei Hits, und das ist unschlagbar. Schnelle Hits, die aufeinander folgen. Ah. Oh. Komm mal her. Steine, Steine. Steine, Steine schmeißen. Steine schmeißen. Steine schmeißen. Steine schmeißen. Alter, er macht es in die Richtung, in die er nicht guckt. Oh, das ist auch schon wieder so eine Nummer, ne? Er hat gerade hinter sich diesen Dinger ausgelöst. Also, weiß ich nicht, Digga. Ob das jetzt wirklich so... Oh. Da haben wir schon wieder so ein... Ob das ein Bug war oder ein Spielfehler, weil eigentlich kann ich doch nicht einen Zauber hinter mich wirken. Die bisher sind alle Zauber immer nach vorne gegangen. Och ja, du, das nächste Mal verprügel ich dich. Oh, hi. Ich hatte noch mit deinem Torwächter zu tun. So, du hast jetzt ein kleines Problem. Okay, vielleicht auch nicht. Ach komm. Du bist nicht der erfahrenste Caster, das zu beurteilen. Ja, aber wenn er doch nach vorne guckt und dann plötzlich in meine Richtung seine... Ah. Nee, ich will mich nicht mit dem Torwächter prügeln. Auch wenn er mich getroffen hat. Will das live mit der Leben... Salkin.
Wie lange bist du denn weg? Damit ich weiß, bis wann ich ihn besiegt haben muss. So. Warum? Ach ja, er lasert auch noch. Okay. Nicht lasern. Och, Laserscheiße, Mann! Kacke. Och nee, och Mann. Okay, nee. Ja, wir bleiben ganz ruhig. Ich bleibe ganz, ganz ruhig. Es ist alles in bester Ordnung. Ah, warte, da muss ich jetzt aber eigentlich... Ah, nee, passt. Gucken wir mal, wann die Keule ihn staggert. Weiß ich nicht. Nee, ich glaube, die Keule fühle ich an der Stelle nicht so. Also hier gibt es noch einen Bossdrachen in diesem Gebiet, habe ich jetzt schon rausgehört. Vielleicht können wir den ja mal zwischenschieben. Steine schmeißen. Steine schmeißen. Stein nicht meißen. Ich habe aber auch ein beschissenes Timing gerade. Alle kassiert von ihm.
Okay, passt mal auf. Ich habe noch eine andere Idee. Ich habe doch... Ich habe doch einen Talisman, der meine Stance erhöht, oder? Habe ich nicht einen Talisman, der meine Stance erhöht? Also die, ihr wisst schon. Da, Gleichgewicht. Mal gucken, ob ich damit vielleicht... Ob ich damit vielleicht genug Gleichgewicht habe, dass ich durch seine Angriffe durch die Duellfähigkeit benutzen kann. Das ist gerade der Plan. Weil aktuell verliere ich manchmal das Gleichgewicht und dann... geht meine Duellfähigkeit nicht durch bis zu ihm. Was sehr ungeschickt ist, weil ich will ihn ja... Okay. Irgendwas hat funktioniert. Was es jetzt genau war, weiß ich nicht. Come on, laser doch nicht jetzt. Müssen wir jetzt schon mit dem Scheiß anfangen? Können wir nicht erstmal ein bisschen plänkeln und chillen? Ich sehe doch nichts, wenn du dich hinter der Säule versteckst, sagt das Spiel nee. Hinter der Säule sagt das Spiel nee. Ach, jetzt gehen wir schon wieder da hoch, weil du Schiss kriegst, oder was? Ach, fuck off, ey. Das hasse ich auch, wenn die Gegner einen nicht sehen oder ich sie nicht sehen kann und sie dann durch Säulen hindurch Schaden machen. Ich meine, ich verstehe es irgendwo. Das ist Magie, die geht auch durch von mir aus eine Säule durch, okay. Aber es sind ja nicht nur magische Angriffe. Und das zieht sich aber doch seit Dark Souls 1. In allen. Ich hau gegen die Wand und die Gegner hauen prügeln durch Wände durch. Und bei mir ist es tatsächlich noch sehr präsent. Ach. Keine Ahnung, keine Ahnung, was das soll. Wo soll ich da hin? Ja, das wollte ich einmal haben. Das wollte ich einmal haben. Ich wollte wissen, dass es bei ihm funktioniert. Ja, nice. Es funktioniert genauso wie in seiner ersten Form. Easy. Easy Kill. Zack. Oh. Die Duellfähigkeit ist es einfach so krass. Okay, live. Nice. Dankeschön. Flippo, danke.
Permastun, ja. Ich habe mir fast gedacht, dass es geht. Ich war mir nur nicht ganz sicher. Okay, das ist jetzt die Rune des Todes. The rune of death is unbound. And the lands between are shrouded by death's dark fate. But the flames will also burn the impenetrable thorns. Ah, jetzt brennt der Baum. Guck mal. Sakin, es tut mir leid, es hat gerade super funktioniert. Was ist das hier? Wo bin ich? Warum bin ich jetzt hier? Aschene Hauptstadt. Fuck. Wait. Die anderen Gnaden sind tatsächlich weg. Oha. Krass. Okay. Da hat sich einfach mal das Spiel, die Spielwelt verändert. Nice. Ja, ich glaube, jetzt sollten wir ein bisschen Backseat Gaming betreiben, denke ich. Das geht so lange, der Endboss nicht besiegt ist. Ah, okay. Aber ich glaube, also die Maleficent-Quest gehört dazu. Und irgendwer hatte gesagt, wo ich sie finden kann, ne? Irgendwer hatte gesagt, wo ich sie finde. Aber das... Seht, der Erdenbaum steht noch immer. Hochgewachsen und unerschütterlich, unbekümmert angesichts der Flamme des Ruins. Dann sind wir noch goldene. Okay. Altus. Nee, da ist sie, glaube ich, nicht mehr. Das war hier. Ich glaube, es müsste Altus sein, weil da habe ich sie das letzte Mal gesehen. Wo ist es denn? Das hier, ne? Da ist sie nämlich nicht mehr. So, dann Altus Erdenbaum, Altus Plateau, Erdenbaum. Ich weiß nicht, Altus, keine Ahnung. Altus Tunnel, große Waldbrücke, nomadische Händler, Straße der Sünde. Niederer Erdenbaum dort irgendwo, oder wie? Ja, die Prothese habe ich ja schon.
Ah, wartet mal, bevor ich hier irgendwas tue, ich müsste ja jetzt wieder Runen bekommen haben, ne? So ein paar sogar, ja. Aber Erdenbaum-Aussichtspunkt. Könnt ihr euch vorstellen, dass das dort ist? Nee, hier ist nur der. Nördlich vom Lift. Hier irgendwo. Da. Glück gehabt, Schaf. Glück gehabt. Ich versuche nachher wirklich dran zu denken, den Bot zu fixen, dass der nicht mehr 3 Nachrichten schickt. Passiert das eigentlich zu oft, Leute? Soll ich das weniger oft machen? Aktuell ist es, glaube ich, eigentlich eine halbe Stunde eingestellt, aber ich habe das Gefühl, es passiert öfter als eine halbe Stunde. Hier war ich auch noch gar nicht. Blitzsichere Trockenleber. What? Okay. Ihr seht alle ziemlich wild aus hier. Ruinen von Lux. Hier gibt es bestimmt auch noch den einen oder anderen Loot, ne? Ja, da unten drin vermutlich. Ha, bin ich hier richtig? Ja, da unten. Ich glaube, ich habe sie da gerade schon gesehen. Ey. Goldene Saat, dankeschön. Nee, habe ich nicht. Okay, habe ich verguckt, das waren nur Funken. Die 3 Nachrichten sind ein bisschen nervig. Okay, alles easy. Ja, mich nervt's auch. Also, passt. In der Nähe sollte sie rumstehen. Okay. Dann schauen wir doch mal. Da oben, wo ich gerade war. Ey, ich find's so geil, wie ihr hier gerade einfach am Start seid und mich hier unterstützen könnt, ne? Das ist... Richtung See. Ah, so Buckel hoch, verstehe. Ja, es könnte auch noch sein, dass sie tatsächlich... Also, da habe ich noch nicht mit ihr geredet. In der Hütte von dem Typen. Hoch, hoch. Ja. Okay. Entschuldigung. Das Auge der Bestie zittert. Ja, wir haben jetzt erstmal kurz den Tabia-Seefahrer, der aufs Maul will. What the fuck? Hören Sie bitte auf damit. Nee, warum bist du so groß?
Bist du der Gegner? Nee. Hallo, Seefahrerlein. Seefahrerlü, zeigen Sie sich bitte. Da. Ey! Du Arschgeige. Kann ich den nicht hier irgendwie supergeil treffen? Jungs, ach so, ihr gehört gar nicht zu der. Ihr gehört da gar nicht dazu. Ja, sorry. Wusste ich nicht. Ja, tut mir leid, tut mir leid, tut mir leid, tut mir leid. Ey. Ach, ihr steht ja wieder auf. Oh Mann. Was habe ich hier? Okay. Ja, wisst ihr was, ey? Ganz ehrlich. Ah. Ihr seid doch gemeine Mistkerle, ey. Lass mich in Ruhe jetzt. Hier gibt's auch noch irgendeinen coolen Loot bestimmt. Ach, egal. Der meistens sowieso nicht so cool ist. Den coolsten Loot kriege ich in diesen Spielen immer ganz am Anfang. Und danach brauche ich nichts mehr. Das Spiel auch in jedem Dark Souls irgendwie. Und jetzt in Elden Ring, ich habe den Loot, den ich brauche, immer am Anfang bekommen und dann war es gut. Süden. Kann ich hier irgendwie... Gibt es hier einen Abstieg? Einen sicheren Abstieg? Du bist doch bestimmt ein sicherer Abstieg. Ja, wunderbar, perfekt. Guck mal an. Hey! Guten Tag, Maleficent. Wie geht es Ihnen? Du guckst ja immer noch so grimmig drein. Oh, hallo wieder. Something about this place felt familiar to me. So I decided to pay a visit. Hoping to find someone here, but I've only found emptiness. Perhaps before my departure, I needed someone to say farewell to. Ja. Well, never mind that. I must focus on my journey. For which I have you to thank. I must stay strong. Well, never mind that. I must focus on my journey. Na dann. For which I have you to thank. Bis gleich. I must stay strong. Jetzt erst Windmühle, sagt ihr, oder jetzt dort, wo wir gerade eben waren? Also erst hierher. Und dann Windmühle. Okay, verstanden. Ah, da steht sie. Ich sehe sie. Schon gesehen. Hi! Na? Gefällt dir der brennende Baum? Ey, das ist... Okay, okay. An der Stelle wäre ich gerne gewesen, bevor der Baum gebrannt hat. Aber ich muss sagen, auch mit brennendem Baum ist das hier ziemlich beeindruckend, die Stelle. Kein Wunder, dass du hier stehst. Mir gefällt es hier auch. Jo. Scarlet Rot has stilled, since last we met. As such,
I've been able to continue my journey. Though rather vexingly, I realized that if I still had my sword arm, I could have aided you in battle. Alles easy. Nimm. Giving me this arm? Yep. Thank you. I am in your debt yet again. I think if the arm serves well enough, it might be possible for me to wield a sword again. If the arm serves well enough, it might be possible for me to wield a sword again. Perhaps then I can aid you in battle. Ah, wir wollen... Ah, ich bin mir immer noch nicht so sicher, ob sie... Ob das hier mit rechten Dingen zugeht. Ich habe immer noch das Gefühl, die gibt mir noch eine mit oder so. Das ist alles noch ein bisschen sus. Hallo? If the arm serves well enough, it might be possible for me to wield a sword again. Okay. Perhaps then I can aid you in battle. Ach, jetzt kann ich direkt zum Windmühlendorf, okay. Das war für mich so, sie muss erstmal die Prothese jetzt anlegen, aber in dem Fall Schneefall. Also, ja, das ist jetzt hier halt... Nee, ihr nicht. Euch suche ich nicht. Das ist halt wirklich... Ich würde die Geschichte gerne so abschließen. Ich will Melina retten, aber auch den Rest der Welt. Deswegen machen wir das jetzt auf diese Art und Weise. Nee, hier ist kein Dorf. Da oben. Die Prothese hat sie schon, Salkin. Jetzt muss ich doch mal ganz kurz... Saltim Bocca. Was ist Saltim Bocca? Das ist doch irgendwie... Ist das ein Getränk oder ein Käse? Oder das ist doch... Das kann man doch irgendwie... Das ist Nahrungsmittel, glaube ich, oder? Weil dieser Name erinnert mich jedes Mal wieder dran. Oder ist das ein Aufstrich? Ist sie ganz oben? Hey! Hey! Der Hund hat mich angebellt! Sorry, Leute! Jetzt war die, weiß ich alle. Niklas! Niklas! Hey! Schön, dich kennenzulernen! Ah, verrückt. Mir war es halt nicht aufgefallen, weil ich die ganze Zeit dachte, das wäre irgendwas... Ach, ist das geil. Das wäre irgendwie ein... Irgendein ausländischer Begriff. Ach, guck mal an. Wen haben wir denn hier? So. Stunlock. Let's go. Oh shit. Das, wenn das natürlich daneben geht, dann ist nix. Okay. Ey. Jetzt wird's langsam...
Gut. Du bist EOP. Ja, Miku, das wäre cool gewesen tatsächlich. Hätten wir wirklich machen können. Wäre eine gute Idee. Jetzt rasten, dann sollte sie hier rumstehen. Okay. Machen wir das. Da. Hast du deine Prothese mittlerweile angebracht? Ey. Warum? Sie ist doch... Das ist doch... Sie ist doch der Endboss. Ihr könnt mich doch nicht... Ihr wollt mich doch hier... Das, also nicht der Endboss, sondern einer der schwersten Bosse in diesem Spiel ist doch sie. Ich habe das schon auf x Bildern gesehen und in irgendwelchen Vorschau-Dingern. Hör ihr zu. Okay. Ah, we meet yet again. The arm you gave me truly is a thing of wonder. It feels just like my own. Even handling a sword. Perhaps it is foolish to say this to you of all people, but I am sure of my skill with the sword. Thus, I would have you call upon me in battle. Should you ever have the need. Die fällt mir in den Rücken. Von Anfang an. Das erste Mal, nachdem ich ihr die Nadel gegeben habe, war mir klar, dass mit ihr was nicht stimmt. Should you ever have the need, it is the only way that I can express my thanks. Dein Misstrauen triggert mich. Gipfel der Riesen. Kann mal einer nachgucken, was Saltimbocca ist, bitte? Nach der langen Steinbrücke da. Ich frage mich auch, was du hier machst. I know well enough who you are. And what I know is good enough for me. Call upon me again in battle. Should you have the need. I'm searching for a fort to the north of the ruins. I heard the master of the fort was given a medallion that allowed him to visit the Halig tree. Indeed. I believe that is where Melania will be found. The Halig tree is hidden somewhere in these northern lands. I'm searching for a fort to the north of the ruins. I heard the master of the fort. Der Herr der Festung ein Medaillon, das es ihm erlaubte, den Haligbaum zu besuchen. Aha, guck mal, die andere Hälfte des Medaillons. Saltimbocca alla Romana ist in der italienischen Küche eine Hauptspeise, die aus einem gebratenen Kalbsschnitzel mit Schinken und Salbei besteht. Guck mal an. Danke, Niklas. Nee, hier muss ich jetzt hin, Sepp, um mir das Medaillon zu machen. Jetzt ist nur die Frage, wie komme ich da am besten hin? Ja, okay, ich sehe es nicht, ich sehe es nicht. Die Emotionen, ah doch, hier, da hoch. Und dann komme ich irgendwie hier rum. Schlossheim. Sollen wir mal eben den, wie viel... 100.000? What the
Okay, alles klar. Ich gebe mal schnell nochmal aus. Wann habe ich 100.000 von diesen Dingern bekommen? Geistkondition geschickt. Sag mal, die... Ah, hier. Kondition steigert mein maximales Ausrüstungsgewicht. Dann geben wir doch da nochmal ein bisschen was dazu. Sollen wir mal den Drachen noch verprügeln? Ich glaube, da war ich mit der großen Keule besser dran, ne? Ja, auf jeden Fall. Wir gehen mal einen Drachen verhauen. Bin ich jetzt... große Last, ja. Gehen wir mal eben noch den Drachen verprügeln da vorne. So, mein Guter. Ich weiß ja nicht, ob du es schon wusstest, aber du musst jetzt dran glauben. Hi. Ey, nicht abhauen. Voll mies. Oh shit. Ach du mit deinem dummen Frostgedöns. Braucht kein Mensch, interessiert keinen. Hören Sie bitte auf. What? Was ist jetzt passiert? Hä? Wie konnte er mich da treffen? Okay, na gut. Keine Ahnung, was mich da getroffen hat eben. Der macht ganz schön heftig viel Flächenschaden. Und der hat auch eine weite, weite Fläche, auf die er Schaden macht. Nee, ach, jetzt hänge ich hier irgendwo fest, ne? Scheiße. Naja, nein, nein, nein. Nee, 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 warum? Was? Das habe ich jetzt wieder nicht verstanden. War schon wieder komisch. Ich glaube, er kackt Kälte. Ich muss ungefähr in seinem Genitalbereich gewesen sein. Ich glaube, er kackt Kälte. Dann hänge ich zwischen ihm fest und kann ihn nicht kritisch treffen. Ärgerlich. Habe ich eigentlich... Ist das Magie?
Habe ich irgendeine Kälteresistenz? Nee, habe ich noch nicht gefunden, leider. Erhöht die Resistenz gegen körperlichen Schaden erheblich. Cool. Okay, ich glaube, ich muss jetzt ein bisschen weg. So, dann können wir das Pferd nochmal heilen. Ich bin doch ein Depp, ich habe beim ersten Mal den Scheiß nicht mehr eingesammelt, ne? Naja, es werden hoffentlich nicht allzu viele gewesen sein. Komm, Ausdauer. Na bitte, geht doch. Die Kellet-Fäulnis-Version. Habe ich den schon besiegt? Ich glaube nicht. Den Kellet-Drachen habe ich, glaube ich, noch nicht gemacht, nee. Diese zweihändige Keule ist einfach so gut gegen Drachen auch. So, ein bisschen Kondition noch, da haben wir ein bisschen wenig. Twitch bleibt dran, aber die meisten wissen wahrscheinlich, was kommt. YouTube, vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Dann geht's in das wilde Schloss, wo die Leute im Chat gerade schon meinten, da werden vielleicht ein bisschen die Emotionen auf die Probe gestellt. Schauen wir mal. Ich bin gespannt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.